Im folgenden Video werde ich dir zeigen, wie du bei einer Microsoft Teams Aufgabe ein Foto deiner Hausübung am Computer einfügen und abgeben kannst. Du hast von deiner Lehrerin, von einem Lehrer bereits die Aufgabe ausgeteilt bekommen. Du findest sie entweder hier im Reiter Aufgaben oder wenn du im Kanal deiner Klasse gehst, allgemein auf Aufgaben. Hier siehst du eine aktuelle Aufgabe. Wenn du da drauf klickst, stehen die Anweisungen und wenn du dann am Dokument klickst, das deine Frau Professor, dein Herr Professor im Vorfeld eingefügt hast, kannst du, wenn du auf Einfügen klickst und Bild, kannst du entweder direkt jetzt ein Foto mit deinem Gerät machen von der Hausübung, die du zum Beispiel auf ein Blatt Papier geschrieben hast, oder von der Datei vom Computer kannst du direkt ein Foto einfügen. Ich habe die Hausübung schon im Vorfeld abfotografiert, ein Foto gemacht und hier kann ich das problemlos einfügen. Sobald das Foto geladen wurde, klicke ich auf Schließen und Abgeben. Deine Hausübung wurde jetzt der Frau Professor, dem Herrn Professor, abgegeben.